Hey, Johannes hier von newgadgets.de und das hier ist der Samsung S34 E790C, ein 21:9 Curved Monitor und den schauen wir uns in meinem Testbericht hier ein bisschen genauer an. Bevor ich den Monitor jetzt an unseren Test-PC anschließe, hier noch ein paar Key Facts. Wie bereits erwähnt, 34 Zoll Diagonale, das ist auf jeden Fall ein richtiger Hingucker auf dem Schreibtisch. 21:9 Bildformat, schön breit und eine Auflösung von 3440x1440 Pixel. Die Rückseite hat eine schwarze gebürstete Aluminiumoptik und wir haben hier natürlich auch all unsere Anschlüsse und das sind schon auf jeden Fall eine Menge. Da hätten wir hier neben dem Netzteilanschluss zweimal HDMI, einen DisplayPort, einen USB-Eingang und hier noch ein Audio-Out. Da im Monitor ein USB-Hub verbaut ist, haben wir hier auch noch vier USB 3.0 Anschlüsse auf der Rückseite, damit ihr hier schön eure Geräte anschließen könnt. Um Einstellungen an dem Monitor vorzunehmen, haben wir hier auf der Rückseite rechts unten auch noch einen 5-Wege-Controller. Was man hier alles einstellen kann, das zeige ich euch dann gleich, sobald der am Test-PC angeschlossen ist. Für eine bessere Ergonomie kann der Bildschirm in der Höhe verstellt werden. Wir können ihn außerdem natürlich auch noch neigen. Wer seinen Curved Monitor lieber an der Wand befestigen möchte, der kann das natürlich auch machen. Ein VESA Mount ist vorhanden. Im Lieferumfang befindet sich alles, um direkt loszustarten. Da haben wir einmal ein HDMI-Kabel, ein USB 3.0 Kabel für das USB Hub und ein DisplayPort Kabel. Und das Schöne ist, Samsung hat natürlich auch noch an einen DisplayPort zum Mini DisplayPort Adapter gedacht. Und hier haben wir dann noch das Netzteil. Der Monitor hängt jetzt über ein DisplayPort-Kabel an unserem Test-PC. Und für weitere Informationen zu diesem Testsystem gibt es hier unten in der Videobeschreibung einen Link. Dort gibt es dann nochmal alle Komponenten unseres Testsystems aufgelistet. Und jetzt schauen wir uns den Monitor bei laufendem Betrieb mal ein bisschen genauer an. Wenn man genau davor sitzt, kommt das gekurvte Bild schon sehr gut zur Geltung. Außerdem trägt dazu natürlich auch noch hier der Standfuß bei, der auch gekurvt ist. Wie wir hier sehen können, haben wir dank der großen Bilddiagonale und der hohen Auflösung natürlich auch richtig viel Platz auf dem Desktop. New Gadgets nimmt hier nur einen kleinen Teil des Monitors ein. Und deshalb kann man mit so einem Monitor natürlich sehr viel mehr machen. Wie man hier sehen kann, eignet sich so ein 21:9 Monitor super für Multitasker. Wir haben hier einmal die Webseite, einmal OpenOffice, also ein Dokument. Dann hier noch ein Browser, beispielsweise mit Wikipedia und hier unten dann natürlich nochmal den Windows Explorer, um Dateien zu verwalten. Hier habe ich noch ein weiteres Szenario. Ihr seht, das ist wirklich schön, wenn man hier sehr viel Bildfläche hat. Wir brauchen hier also nicht zwei Monitore nebeneinander zu benutzen, sondern haben hier einen Monitor, um hier all unsere Fenster darstellen zu können. Mit so viel Bildfläche haben wir hier einfach jedes Fenster in einer angenehmen Größe und das ist schon eine feine Sache. Für Designer, Layouter und Texter ist das natürlich super, wenn man so viel Bildfläche hat. Ich habe jetzt hier bei OpenOffice drei DIN A4 Dokumente. Ich halte hier nochmal ein DIN A4 Blatt davor und ihr könnt sehen, es ist wirklich 100%. Also jemand, der vor dem Monitor sitzt, der kann hier wirklich an dem Dokument zu 100% arbeiten. Also sieht genau, wie es am Ende aussehen wird. Muss also nicht mit einer verkleinerten Version arbeiten. Wie sieht es mit der Videowiedergabe aus? Also hier habe ich jetzt mal als Beispiel Big Buck Bunny laufen. Das ist die 4K-Version. Wieso auch nicht? Wir haben ja hier eine richtig gute Auflösung auf dem Monitor. Und es sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Was auffällt, wir haben hier links und rechts schwarze Balken. Das liegt natürlich am Seitenverhältnis von 21:9 beim Monitor. Finde ich aber jetzt nicht so schlimm. Hier habe ich noch ein weiteres Beispielvideo und zwar Sintel. Das ist die 4K-Version. Auch ein richtig cooler Film, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und hier sind die Balken schon kleiner, wie man sehen kann, weil eben der Film auch in 16:9 ist, was da dann natürlich besser zu 21:9 passt. Big Buck Bunny hat da eben ein anderes Seitenverhältnis. Wenn ihr 21:9 Content habt, dann könnt ihr natürlich auch noch den kompletten Monitor ausfüllen. Kommen wir mal zu einem nicht ganz unwichtigen Thema und zwar Zocken. Der Monitor bietet 4 Millisekunden Reaktionszeit und 60 Hertz. Damit kommt er natürlich jetzt von der Reaktionszeit her nicht an reinrassige Gaming-Monitore ran. 4 Millisekunden sind aber immer noch ein sehr guter Wert, mit dem wir gut zocken können. Und deshalb habe ich hier mal GTA 5 installiert. Und hier in den Einstellungen können wir natürlich die Auflösung ein bisschen hochschrauben.
Und zwar bis zu der nativen Auflösung, die der Monitor bietet. Und das sind eben hier die maximalen 3440x1440 Pixel. Wie man hier oben sehen kann, braucht man schon eine leistungsfähige Grafikkarte. In unserem Testsystem ist eine Asus Strix 980 verbaut und wir haben hier 4 GB Grafikspeicher. Das reicht also, wie ihr sehen könnt, wir brauchen hier 2,8 GB. Ihr könnt dann natürlich noch an den Einstellungen herumspielen, die Details ein bisschen niedriger setzen und schon könnt ihr auch mit einer höheren Auflösung mit vielleicht einer etwas schwächeren Grafikkarte spielen. Ich persönlich würde auf jeden Fall eine sehr leistungsstarke Grafikkarte wählen, wenn ich hier mit so einer Auflösung mit 21:9 zocken möchte. Wenn ihr also nochmal interessiert seid an unserem Gaming-PC, da findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung oder auf einer Infokarte, die wir hier noch einblenden werden, beziehungsweise so ein kleines i auf der rechten oberen Seite, da findet ihr dann den Link zu unserem Testsystem. Wie man sehen kann, sieht das schon richtig gut aus. Und jetzt zocken wir mal ein bisschen. Alles schön flüssig. Auch wenn es hier mal ein bisschen schneller wird, haben wir hier natürlich mit der Reaktionszeit von 4 Millisekunden keine Probleme. Das ist auf jeden Fall schon ein sehr guter Wert. Wir werden aber auch gleich nochmal einen Shooter spielen, da haben wir ja natürlich noch schnellere Szenen. Und hier habe ich jetzt Crysis 3, ebenfalls mit der hohen Auflösung. Ich hoffe, ihr könnt es hier sehen und das zocken wir jetzt mal. Das Spiel ist wie gemacht für einen 21:9 Monitor. Und dass das Bild gecurved ist, das bringt hier auch noch ein klein bisschen mehr Tiefe mit ins Spiel. Es gibt ja kaum schnellere Spiele als Shooter und deshalb ist das auch immer ein sehr guter Benchmark für Monitore. Und wie wir sehen können, ist der Monitor hier richtig gut zum Zocken geeignet. Um ins Menü zu kommen, müsst ihr hier einfach nur den Knopf reindrücken und habt hier das Menü. Unten könnt ihr es ausschalten, links die Quelle einstellen und rechts haben wir dann hier auch nochmal Picture in Picture. Also falls wir verschiedene Geräte hier an dem Monitor angeschlossen haben, wir haben hier zweimal HDMI und einmal DisplayPort. Und über die Quelle können wir das Ganze dann auswählen. Beispielsweise hier HDMI 1, DisplayPort und hier haben wir natürlich den PC angeschlossen. Hier im Hauptmenü können wir dann die Einstellung für Helligkeit, Kontrast und Schärfe vornehmen. Wir können hier den Spielemodus aktivieren, also das optimiert dann die Bildeinstellungen für Spiele. Unter Samsung Bright können wir hier vordefinierte Einstellungen verwenden, beispielsweise hier Standard, Kino, wo die Farben noch ein bisschen hervorgehoben werden oder ein optimaler Kontrast. Über HDMI habe ich jetzt mein MacBook Pro an den Monitor angeschlossen und kann hier ganz normal an meinen Projekten weiterarbeiten. Da jetzt zwei Geräte an den Monitor angeschlossen sind, nämlich einmal das Notebook über HDMI und der Gaming-PC über den DisplayPort, kann ich euch mal die Picture-in-Picture-Funktion oder die Picture-by-Picture-Funktion zeigen. Und die haben wir hier an der Seite hinten und dann können wir hier einmal einstellen, dass das Notebook auf der linken Seite ist und hier der Gaming-PC auf der rechten Seite, also Picture-by-Picture. Oder wir können den Gaming-PC auf die volle Größe bringen und das Notebook auf ein kleines Bild-in-Bild, also das Picture-in-Picture. Der Monitor ist jetzt auch nochmal über das USB-Kabel mit dem PC verbunden. Und so kann ich jetzt beispielsweise einfach ein USB-Kabel vom Monitor nutzen, um hier mein Smartphone aufzuladen. Natürlich richtig fein, so ein USB-Hub am Monitor zu haben, denn der PC ist natürlich nicht wie hier in unserem Beispiel direkt neben dem Monitor, sondern meistens unter dem Schreibtisch. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn wir hier 4 USB 3.0 Ports hinten haben. Wir können hier beispielsweise eine externe Festplatte anschließen oder ein USB-Headset. Also schon eine sehr coole Sache. Kommen wir mal ein bisschen zum Design. Ihr habt ja die Rückseite schon gesehen, hat die Optik von gebürstetem Aluminium, schön dunkel, mag ich. Wir haben hier auch nochmal einen recht dünnen Displayrahmen, der ist glossy, was vielleicht Fingerabdrücke anziehen könnte, aber wie oft fasse ich eben auch meinen Monitor an? Ja, meistens gar nicht, also kann man darüber direkt hinwegsehen.
Was mir sehr gut gefällt, ist generell das Design. Wir haben hier einen sehr schönen Standfuß, der ist natürlich auch noch gecurved. Ein sehr schlichtes und edles Design. Und generell, klar, wenn der Monitor auf eurem Tisch steht und Gäste reinkommen, erstens hat er 34 Zoll Bilddiagonale, das ist auch schon riesig, ja. Und zweitens ist er natürlich gecurved. Und das ist auf jeden Fall ein Hingucker. Und das möchte man auf dem Schreibtisch stehen haben. Das ist ein wirklich schöner Monitor. Und wie man sehen kann, ist er auch schön blickwinkelstabil. Wir sind hier schon eigentlich komplett auf der Seite und haben hier immer noch ein sehr schönes Bild. Was mir beim Test jetzt aufgefallen ist, wenn man hier ihn anstupst, wackelt er schon ein bisschen, weil er hier ein bisschen Spiel hat. Wenn man einen stabilen Tisch hat, ist das kein Problem, aber das hätte Samsung auf jeden Fall schon ein bisschen stabiler lösen können. In meinem ausführlichen Testbericht auf newgadgets.de, der wird dann auch nochmal hier unten in der Videobeschreibung eingeblendet, findet ihr natürlich nochmal alle technischen Details zu dem Monitor und auch noch weitere Testergebnisse, auch Bilder. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie einfach hier unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würde mich natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Monitor? Ist das ein Monitor, den ihr euch auch auf den Schreibtisch stellen würdet? Lasst es mich einfach hier unten in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr Interesse an dem Monitor habt, dann findet ihr hier unten in der Videobeschreibung auch noch einen Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.